Huch, wer kommt denn da die Treppe runter? Keine geringere als LaToya Jackson. Die hat sich heute durch die Porsche Arena führen lassen. Der Grund? Die Live-Show Forever King of Pop. Da geht es aber nicht direkt um sie, sondern um ihren berühmten Bruder Michael Jackson, der vor 10 Jahren an einer Überdosis Propofol starb und immer wieder in den Schlagzeilen war. Man mag von ihm halten, was man will, sein musikalisches Schaffen bleibt unbestritten. Und diese internationale Tour soll daran erinnern. Nächstes Jahr macht die einzige von der Jackson-Familie offiziell unterstützte Show zum ersten Mal in Deutschland Halt. In insgesamt 15 Städten, darunter auch bei den Stuttgartern. Die dürfen sich auf jede Menge denkwürdige Tanz- und Gesangseinlagen freuen. Es ist schon witzig, weil wenn du die Show ansiehst, realisierst du nicht, wie viele Songs und Hits das sind. Und ein Song ist besser als der nächste. Und das geht dann immer so weiter. Und man bemerkt, oh, den Song hatte ich vergessen. Okay, leicht vergesslich scheint sie heute zu sein, die gute LaToya. Ist aber auch nicht verwunderlich. Denn die Show ist bereits seit 2010 weltweit unterwegs. In Deutschland will die 63-Jährige bei 6 Terminen dabei sein. Ob da auch Stuttgart dabei ist? Dort wird die Show im Februar gastieren. Oder LaToya? Im Januar? Nein, im Februar. Oh, Februar? Wirklich? Das ist neu. Nochmal kurz Verwirrung gestiftet. Aber macht nichts, solange sich am Ende Veranstalter und Fans an das korrekte Datum erinnern. Wir wiederholen es lieber nochmal. In Stuttgart ist das der 2. Februar.